Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. In diesem Video möchte ich über das Thema Rückführung sprechen. Ich habe dazu schon mal ein Video hochgeladen bzw. eine Podcast-Folge. Den Podcast habe ich aber nicht mehr, sondern ich mache nur noch die Videos hier. Und deswegen dachte ich mir, es wäre ratsam oder interessant, zu dem Thema mal ein Video aufzunehmen. Also wünsche ich dir viel Spaß mit dem Video. Falls du mich noch nicht kennst, mein Name ist Joy, ich bin Rückführungstherapeutin, Hypnose- und Kreativcoach und ich helfe Menschen dabei, sich von Blockaden zu lösen und ein tieferes Verständnis in sich selbst und in ihr Leben zu bekommen. Das Thema Rückführung ist wohl ein Thema, was sehr, sehr umstritten ist, wo es ganz, ganz viele unterschiedliche Meinungen dazu gibt und jeder darf seine Meinung dazu haben. Und ich teile hier meine Meinung mit dir zu diesem Thema, meine Meinung aus Erfahrungen, die ich gemacht habe, mit meinen Klientinnen, mit meinen Klienten, Wissen, was ich durch Ausbildung erworben habe, durch Bücher, durch Fortbildung und so weiter und so fort. Und für mich persönlich ist es einfach ein super spannendes, ein sehr, sehr sinnhaftes Thema und die Rückführung ist ein Thema, was einfach auch sehr ganzheitlich ist. Also es werden hier wirklich die unterschiedlichsten Ebenen mit einbezogen in die Arbeit. Das ist die körperliche Ebene, das ist die mentale Ebene. Und es ist auch die seelische oder spirituelle Ebene. Und das macht das Ganze für mich eben so interessant, weil es nicht einseitig ist. So, fangen wir an. Also erstmal, warum funktioniert die Rückführung überhaupt? Hierzu gibt es unterschiedliche Ansichten. Es gibt Menschen, die glauben, dass wir eine Seele haben. Und dass unsere Seele immer wieder inkarniert, das heißt immer wieder verkörpert wird. Also sozusagen immer wieder nach dem Tod sich die Seele von dem physischen Körper befreit, ins Zwischenleben geht und dann, wenn der Zeitpunkt gekommen ist für diese Seele, sich wieder zu verkörpern, also sprich wieder zu inkarnieren, dann ist es so, dass sie durch ein Menschenleben in diese Welt geboren wird, sozusagen. Das ist die eine Sichtweise dazu. Dann gibt es andere Theorien, wie beispielsweise, dass die Rückführung funktioniert, weil wir in der Trance, also in diesem veränderten Bewusstseinszustand, die Möglichkeit haben, auf ein großes Feld, nenne ich es jetzt mal, zuzugreifen. Und in diesem großen Feld, auf das wir Zugriff haben, durch die Trance, ist es uns möglich, Informationen von ja letztendlich allem zu erreichen. Und das sind Informationen, die für uns wichtig sind, um unser Thema aufzuarbeiten oder anzugehen. Das bedeutet, es könnte nach dieser Theorie sein, dass du ein früheres Leben erfährst oder allgemein Informationen zu einem vergangenen Leben, zu einer Geschichte erhältst, die dir gar nicht unbedingt selbst passiert ist, aber deren Inhalt vom Gehalt her für dich als Person wichtig ist, um dein Thema aufzuarbeiten, um dich von Blockaden zu lösen. Dann gibt es weitere Sichtweisen wie die, dass unsere Seele nach dem Tod in so etwas wie eine große Seelensuppe geht. Und in dieser Seelensuppe befinden sich unterschiedliche Seelen und unterschiedliches Wissen. Und wenn der Zeitpunkt gekommen ist, dass wir inkarnieren, dann ist es so, dass jemand sozusagen wie mit einer großen Schöpfkelle kommt, in diese Seelensuppe da einmal reinschöpft
und eine Menge hinaus nimmt und du bist dann sozusagen nicht nur ein Anteil, sondern du trägst in dir oder deine Seele oder deine allwissende Essenz trägt viele unterschiedliche Anteile von unterschiedlichen Geschichten, nenne ich es jetzt mal, in sich. Und wird damit dann verkörpert. Und deswegen hast du auch Zugriff auf unterschiedliches Wissen, auf ein Kollektiv, auf unterschiedliche Geschichten. Es gibt bestimmt noch einige mehr Theorien dazu, aber ich denke, diese drei Beispiele sollten hier reichen an dieser Stelle. Dann gibt es auch nochmal unterschiedliche Arten der Rückführungen. Es gibt die hypnotische Rückführung, so wie ich sie durchführe. Es gibt nicht hypnotische Rückführungen. Es gibt spirituelle Rückführungen. Und ich kann nur für meinen Teil sagen, für die Art und Weise, wie ich die Rückführung durchführe, dass ich der Meinung bin, dass man bei allen Formen der Rückführungen in einer Trance ist. Denn in dem Moment, wo wir unsere Augen schließen und ein bisschen zur Ruhe kommen, können wir uns bereits in einem leichten Trance-Zustand befinden. Ja, das jetzt mal so dazu. Wann macht eine Rückführung Sinn? Eine Rückführung kann bei unterschiedlichen Fragestellungen Sinn machen. Das können zum einen körperliche Fragen sein, also vielleicht leidest du chronisch unter Migräne und es wurde ärztlich abgeklärt, also es gibt keinen organischen Befund dafür. Es kann sein, dass du unter psychischen Beschwerden leidest, ja. Es kann sein, dass du unter ganz starken Schamgefühlen leidest. Es kann sein, dass du unter unerklärlichen Schuldgefühlen leidest. Ja, oft sind es so Themen, wo man so dieses Gespür hat, dass es eigentlich etwas ist, was nicht zu unserem Leben gehört. Ja, also du lebst eigentlich vielleicht ein Leben, was so ganz erfüllt ist. Es gibt hier und da ein paar kleinere Baustellen, was ja völlig normal ist im Leben. Aber da gibt es vielleicht ein größeres Päckchen, was du trägst und was du vielleicht schon echt eine ganze Zeit lang mit dir rumgetragen hast, was aber einfach keinen Sinn ergibt in deinem Leben und es fühlt sich irgendwie oft so ein bisschen fremd an, wie wenn es gar nicht zu dir gehört. Es muss aber auch nicht immer so sein. Also es können auch andere Dinge sein, wie zum Beispiel die Magersucht, die dann vielleicht darauf zurückzuführen ist, dass du jetzt ganz einfach und banal ausgedrückt im Krieg gelebt hast, ja, und Nahrungsmittel immer sehr, sehr knapp waren und ihr einfach nie wirklich genügend zu essen hattet und dass das einfach ein Thema ist, was du mitgenommen hast ins Hier und Jetzt. Das ist nicht immer so einfach. Es ist oft sehr, sehr viel öfter so, dass das wie eine Art Detektivarbeit ist. Also, dass man wirklich in dieser Zeit ein bisschen springen muss und ein bisschen suchen muss und herausfinden muss, was es denn letztendlich ist. Deswegen ist die Anamnese auch ganz, ganz wichtig bei der Rückführung und auch so ausführlich. Meine Klienten wissen, wovon ich da spreche. Und also es gibt grundsätzlich ganz, ganz viele unterschiedliche Thematiken, bei der eine Rückführung sinnvoll sein kann. Es kann dir bei der Persönlichkeitsentwicklung helfen. Es kann dir helfen, Ressourcen zu finden. Also es gibt wirklich ganz, ganz viele unterschiedliche Möglichkeiten, wann eine Rückführung Sinn ergibt. Eine Rückführung ergibt keinen Sinn, wenn du unter einer schweren psychischen Erkrankung leidest, wie zum Beispiel der Borderline-Persönlichkeitsstörung. Ich habe auch noch weitere Kontraindikationen auf meiner Seite stehen, aber darum geht es ja jetzt nicht. Das nur mal so als kleines Beispiel. Es gibt durchaus Kontraindikationen, wann eine Rückführung keinen Sinn ergibt
Oder wenn du unter schweren Depressionen leidest, dann hängt es natürlich damit zusammen, bist du schon in Behandlung bei einem Therapeuten? Wenn ja, in welcher Phase befindet ihr euch gerade? Also es darf niemals in einer Phase passieren, in der du suizidal bist, ja, also in der du suizidgefährdet bist. Dann macht es auch absolut überhaupt keinen Sinn. Ich selbst führe keine Rückführungen durch bei Menschen, die unter Depressionen leiden. Also da ist es wirklich ganz, ganz wichtig, auch für dich nochmal, dass du schaust, dass es sich um eine Person handelt, die dich dann da begleitet, die wirklich viel Erfahrung hat und die auch therapeutisch arbeitet. So, jetzt kommen wir zu dem Ablauf der Rückführungssitzung. Also es ist so, dass es erstmal ein Anamnese oder ein Vorgespräch gibt, wo natürlich die Fragen geklärt werden, warum soll die Rückführung gemacht werden, welcher Wunsch steckt dahinter, was möchtest du mit Hilfe der Rückführung erreichen. Dann, das kann ganz unterschiedlich aussehen für jeden Menschen, warum er eine Rückführung in Angriff nimmt. Du wirst mit Hilfe der Hypnose in einen Trance-Zustand versetzt. Und dieser Trance-Zustand ermöglicht es uns, direkt mit der Seele oder mit deinem Unterbewusstsein zu kommunizieren, weil du dich für andere Denkweisen und für andere Realitäten und Wahrnehmungen in diesem Zustand öffnen kannst, was im normalen Wachbewusstsein nicht möglich ist. Also da hilft uns die Trance einfach daran zu arbeiten. Und dann ist es so, dass ich persönlich das deiner Seele überlasse, in welches Leben sie uns führt. Also ich gebe da nur am Anfang sehr geringe Vorgaben, gerade so, dass es eben im Zusammenhang mit dem Problem, mit der Indikation, weshalb du in die Praxis kommst, steht. Aber alles Weitere überlassen wir, wie gesagt, deinem Unterbewusstsein, dass es uns in die richtige Situation, in das richtige vergangene Leben führt, indem du Antworten auf deine Fragen erhältst. Und bisher hat es immer super funktioniert, so auf diese Art und Weise. Und was auch sehr, sehr spannend ist, dass es gar nicht immer unbedingt notwendig ist, bei bestimmten Themen eine Rückführung zu machen. Unser Unterbewusstsein entscheidet ganz genau, wie es etwas am besten aufarbeiten möchte. Und ich persönlich bin auch der Meinung, dass man dem nachgehen sollte und dann da auch nichts irgendwie kraftvoll oder verbissen erzwingen sollte, ja, sondern es gibt einfach unterschiedliche Möglichkeiten, um unterschiedliche Probleme aufzuarbeiten, anzugehen. Und ja, unser Unbewusstes ist da einfach so kraftvoll und hat so eine Weisheit und Intelligenz, dass es uns genau die richtigen Möglichkeiten aufzeigt. Natürlich gibt es auch hier immer wieder mal Blockaden, so kleine Hürden, die es dann gilt zu überwinden oder wo man dann einfach so ein bisschen nachhelfen muss oder einen Anstoßer geben muss. Einfach weil es in uns, in unserem System schon über Jahre lang auf eine gewisse Art und Weise abgespeichert ist. Und wenn dann plötzlich der Impuls oder jemand von außen kommt, der dann da eine Tür öffnen will, die aber schon 10 Jahre verschlossen war, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass es nicht so ohne weiteres gelingt. So, zurück zum Thema. Also, du landest dann in einem vergangenen Leben und dann ist es oft so, dass gerade am Anfang gar nicht so viel wahrgenommen wird, ja? Also es kann durchaus sein, dass wir in einem vergangenen Leben landen und du nimmst erstmal vielleicht nur schwarz wahr. Oder du nimmst gar keine richtigen Bilder wahr, sondern hast eher so ein Gefühl, dass da jetzt ein Haus steht oder dass da jetzt Menschen sind oder dass es sich irgendwie beklemmend und bedrückt anfühlt, ja. Also es gibt ganz unterschiedliche Arten und Weisen, wie jemand in der Sitzung etwas wahrnimmt. Es gibt Menschen, die sehr visuell sind, die wirklich wie so ein Film vorm inneren Auge laufen haben. Es gibt Menschen, die hören eher Dinge. Dann gibt es Menschen, die haben immer nur so kurze Bilder, die aufploppen und dann wieder weg sind.
Es gibt Menschen, die haben eher ein Gefühl zu einer Umgebung, zu einer bestimmten Geschichte, zu einem bestimmten Bild. Also es ist sehr, sehr individuell, wie du das Ganze dann auch wahrnimmst. Wichtig ist hier eben immer, dass du das, was du wahrnimmst, egal wie es sich dir zeigt, dass du das einfach kommunizierst. Also sprich, dass du das, was du wahrnimmst, was du siehst, was du hörst, was du fühlst, dass du das deinem Therapeuten gegenüber auch äußerst. Denn das ist das, womit wir arbeiten. Wir können nicht in dich hineinsehen, was du siehst. Also auch ich habe dann bestimmte Bilder vor meinem inneren Auge. Aber natürlich weiß ich nicht, ob das die gleichen Bilder sind, die du hast, sondern ich arbeite, wie gesagt, mit dem, was du mir gibst. Und am Anfang ist es eben oft so, dass da eher wenigere Wahrnehmungen sind. Und es ist aber auch so, dass das Ganze im Laufe der Sitzung so eine Eigendynamik annimmt und dann einfach stärker wird, dass du stärker im Laufe der Zeit in dieses Erleben eintauchst und da auch mehr Wahrnehmungen, mehr Bilder einfach bekommst oder mehr zu hören bekommst, mehr zu fühlen bekommst. Es wird einfach von der Intensität her stärker. Es gibt aber auch ganz, ganz viele Menschen, die direkt von Anfang an eine ganz intensive und starke Wahrnehmung haben, also die direkt in dem vergangenen Leben sind und dann dazu auch ganz, ganz viel wahrnehmen können. Also das gibt es auch. Es ist also kein Schwarz oder Weiß, kein Entweder-Oder, sondern es gibt dazwischen ganz viele, ja, sozusagen graue Abstufungen, wie etwas sein kann. Wenn wir dann also in dem vergangenen Leben gelandet sind und wir das dann langsam durcharbeiten, dann ist es auf jeden Fall so, dass wir in der Zeit immer mal wieder vor und zurückspringen werden. Das heißt, es kann sein, dass wir in dem vergangenen Leben mal 1, 2 Jahre voraus oder 1, 2 Jahre zurückgehen, bis zu einem bestimmten Zeitpunkt, wenn du beispielsweise ein Kind bist, das auf dem Marktplatz steht und sich alleine fühlt und wir lassen die Szene weiterlaufen und du triffst auf Menschen und da passiert einiges, aber deine Eltern tauchen nicht auf, dann kann es sein, dass wir in der Zeit ein bisschen zurückspringen, bis in dem Moment, in dem wir erfahren, warum du da alleine bist, ja? Also es gibt immer die Möglichkeit in dem vergangenen Leben, in der Zeitspanne ein bisschen vor und zurück zu springen. Das ist auch das, was ich am Anfang gesagt hatte, das so ein bisschen mit der Detektivarbeit, also dass wir so ein bisschen herausfinden müssen, wo liegt denn da der Zeitpunkt, der für dich relevant ist, also für dich, für dein Problem, für deine Indikation, weshalb du in diese Sitzung gestartet bist. Oft ist es aber auch so, dass man direkt in der Situation landet, die wichtig ist. Also das, was primär für dein Problem sozusagen zuständig ist, dass man da in dieser Situation direkt landet. Das kann auch sein, das ist der Idealfall, wenn es denn so ist. Dann ist alles ein bisschen einfacher. Meistens ist es aber so, dass man ein bisschen suchen muss, ein bisschen springen muss. Wenn wir dann in der Situation landen, die für dich relevant ist, die uns sozusagen an die Wurzel deines Themas führt, deines Themas, was dich im Hier und Heute in der Gegenwart belastet, dann ist es so, dass wir das noch einmal durcharbeiten. Das bedeutet, du erlebst es noch mal wieder. Das hört sich jetzt erstmal ganz furchtbar schlimm an, vielleicht für dich, aber du darfst dir bewusst machen, dass du es bereits nach dieser Theorie ja schon einmal erlebt hast. Also oft bemerkt man dann eben, dass es nichts Fremdes ist, sondern dass es eher etwas ist, was einem total vertraut ist. Und es ist in den meisten Fällen, bisher eigentlich in allen Fällen, die mir begegnet sind, war es wirklich immer so, dass es erleichternd war, dass man dieses Gefühl, dieses Etwas, was die ganze Zeit so unterschwellig bei allem mitschwingt, dass man das jetzt endlich mal zuordnen kann und dass man da jetzt endlich mal erfährt und weiß, warum das denn die ganze Zeit vorhanden gewesen ist oder war, ja. Also sprich, dass du da einfach sehr viel Frieden durch erfährst, ganz einfach dadurch, dass du jetzt weißt, woher es kommt, ja.
Das kann schon so unglaublich befreiend sein, dieser Prozess der Bewusstmachung, ja, also dieses Bewusstwerdens darüber, warum dieses Thema, dieses Problem, diese Emotion, weil es hängt ja immer eine Emotion mit dran, warum die denn die ganze Zeit so präsent ist in deinem Leben. Und es kann unglaublich befreiend sein, das zu erfahren und da an den Ursprung zu gelangen und zu erleben, warum man dann die ganze Zeit darunter gelitten hat, ja. Also du erlebst das sozusagen nochmal wieder, aber nicht nur die Situation. Und hier kann es auch so sein, dass wenn du es als sehr belastend empfindest, dass du da auch nicht reingestoßen wirst und dass wir jetzt sagen, so, und du musst da aber jetzt durch, ja, also das ist überhaupt nicht der Fall, sondern ich begleite dich da sehr, sehr achtsam und wir gucken auch und ich frage auch immer wieder nach, ob du da in dieser Situation jetzt drin bleiben möchtest oder ob du da Abstand dazu brauchst. Und dann gibt es eben die Möglichkeit, die Situation zu erfahren, zu erleben, aber mit einem gewissen Abstand. Das heißt, dass du nicht ganz in dieser Situation drin bist, sondern sie wie, ich sag jetzt mal, durch eine Brille, durch ein Fernglas oder durch einen Schleier wahrnehmen kannst, so dass sie nicht ganz so intensiv ist. Ich habe es bis jetzt noch nicht erlebt, dass jemand eine Situation nicht aushalten konnte. Und das ist ganz ehrlich. Also ich habe noch nicht erlebt, dass eine Klientin oder ein Klient von mir in der Situation war, die so unerträglich war für ihn oder für sie, dass sie aus der Situation raus wollte. Und es war gewiss so, dass ganz, ganz viele Sitzungen sehr emotional waren, sehr berührend waren, emotional einfach sehr intensiv waren. Aber trotzdem war es bisher immer so gewesen, dass es eher als Erleichterung empfunden wurde, als dass es belastend war. Wenn wir die Erfahrung noch nicht gemacht haben, eine Rückführungssitzung oder eine Hypnosesitzung, da haben wir da oft sehr viel Angst davor, denn natürlich können gewisse Inhalte auch dazu führen, wenn man traumatisiert ist, dass man vielleicht in eine Retraumatisierung rutscht. Daher wieder auf das Thema zurück am Anfang ist die Anamnese sehr, sehr wichtig. Es ist sehr, sehr wichtig, dass du da offen bist. Kontraindikationen sind, wie gesagt, sehr, sehr wichtig, die am Anfang der Sitzung abgeklärt werden. Und natürlich gibt es immer die Möglichkeit, dass du auch gar nicht weißt, dass du traumatisiert bist, ja. Ich persönlich glaube zum Beispiel, dass wir alle traumatisiert sind, weil wir alleine durch die Geburtserfahrung unser physisches Leben hier in dieser Welt durch ein Trauma erfahren, was einfach an dieser Stelle eben notwendig ist. Aber Trauma bedeutet nicht immer sexualisierte Gewalt oder solche Dinge. Ein Trauma kann auch aus kindlicher Sicht eine Situation sein, die für einen Erwachsenen völlig normal und unbedeutend ist, aber wie gesagt, eben aus einer kindlichen Sicht ganz anders da wahrgenommen wird, wie es ein Erwachsener tut. Und ein Erwachsener würde vielleicht eine besagte Situation als weniger traumatisierend oder schlimm empfinden, wie es ein Kind das beispielsweise eben empfindet. Von daher kann es durchaus auch sein, dass Trauma in deiner Lebensgeschichte ein Thema ist. Wenn du diese besagte Situation dann eben nochmal wiedererlebst, kommst du natürlich auch in Kontakt mit Menschen, die eben Teil dieser Geschichte waren. Ja, also ob das jetzt ein Vater, eine Mutter, die Frau, der Henker oder sonst irgendwas gewesen war. Also du kommst mit den unterschiedlichen Menschen in Kontakt. Und ein ganz, ganz wichtiger Aspekt dieser Arbeit, aber auch allgemein bei der Hypnosearbeit, ist es aus meiner Sicht die Vergebungsarbeit, was ganz, ganz wichtig ist. Und mit Vergebungsarbeit meine ich nicht dieses, okay, ich sehe, was du mir angetan hast und ich erkenne an,
dass mich das jetzt nicht weiterhin belasten soll in meinem Leben und deswegen vergebe ich das. So meine ich es nicht, sondern ich meine hier wirklich richtige Vergebung, die auch dauern kann, wo es auch durchaus sein kann, dass du in der ersten Sitzung nicht bereit dazu bist, zu vergeben. Und deswegen frage ich immer das Herz, immer die Seele des Klienten oder meiner Klientin, ob sie dann wirklich bereit dazu ist, zu vergeben. Bereit, einem Menschen zu vergeben, der einem vielleicht etwas furchtbar Schlimmes angetan hat. Und Vergebung bedeutet nicht, dass diese Tat des Menschen, der Person, die uns aus unserer Sicht aus etwas angetan hat, die uns verletzt hat, auf welche Art und Weise auch immer, dass das, was der Mensch getan hat, dass es gerechtfertigt ist. Das bedeutet Vergebung nicht. Vergebung bedeutet, dass du es nicht weiter zulässt, dass dieser Schmerz, diese Verletzung, die dir zugefügt wurde damals, dass die dir jetzt immer noch weiter Schmerz bereitet, ja. Also Vergebung bedeutet, dass du dem Menschen, der dir etwas angetan hat, dass du ihm seinen Teil wieder zurückgibst und dass du dir damit einen Teil deiner Energie wieder zurückholst für dich. Denn wenn wir nicht vergeben, ist es nämlich so, dass wir immer mit einem Teil unserer Energie an etwas Vergangenem festhalten. Und wenn wir an etwas Vergangenem festhalten, fehlt uns natürlich auf der anderen Seite dieser Teil unserer Energie, der daran festhält, dass wir nicht richtig behandelt wurden nach unserer Ansicht oder dass wir geschlagen wurden oder dass wir uns ungerecht behandelt fühlten. Dieser Teil unserer Energie hält immer an diesem Anteil, an dieser Geschichte fest und will die nicht loslassen. Ja, also wir sind immer in dieser Opferrolle. Wir verweilen sozusagen in dieser Opferrolle und dadurch ist es uns nicht möglich, einen bestimmten Teil unserer Energie zu verwenden, um ihn auf den Moment im Hier und Jetzt, also auf die Gegenwart zu wenden oder aber eben auch auf die Zukunft, weil der ja immer daran festhält. Und was wir tun, nicht nur in unseren Gedanken, die wir haben, ah, du hast mir damals das angetan, du hast mich verletzt, ja, sondern auch auf unserer körperlichen Ebene ist es so, dass wir durch die Emotionen, die auch wieder bestimmte Prozesse in unserem Körper anregen, dass wir durch unsere Gedanken, die eine bestimmte Emotion in uns erzeugen, die wiederum eine bestimmte chemische Reaktion in unserem Körper erzeugen, dass wir dadurch immer wieder Vergangenes reproduzieren und dadurch wir eigentlich mit unserem ganzen Körper, mit unserem Verstand immer in der Vergangenheit festhängen. Und das kann was Vergangenes sein aus natürlich aus unserem jetzigen Leben. Das kann aber auch was Vergangenes sein aus eben einem vergangenen Leben, also einer vergangenen Inkarnation. Und deswegen ist die Vergebungsarbeit so wichtig, wenn wir wirklich ganz, ganz tief vergeben können. Also wenn wir wirklich, wenn unser Herz und wir das spüren, bereit ist und sagt, okay, ich bin bereit, diesem Menschen zu vergeben, nicht um des Menschen willen, sondern für mich. Denn dem Menschen ist es egal, ob du vergibst oder nicht. Ja, also das ändert nichts. Du änderst dadurch nicht dem Menschen. Was du tust, ist, dass du etwas in dir veränderst, ja, dass du etwas an deiner Geschichte verändern kannst, dass du aus dieser Opferrolle herausfindest, weil wenn du in dieser Opferrolle feststeckst, dann bist du Opfer, dann hast du keine Macht und keine Möglichkeit, irgendetwas zu verändern, weil dann bist du Opfer. Und wenn du aus dieser Opferrolle herauskommen kannst, dann bedeutet es, dass du machtvoller bist, dass du kraftvoller bist und dass du auch selbstbestimmter handeln kannst, ja, oder überhaupt selbstbestimmt handeln kannst, was dir vorher eben nicht möglich gewesen ist. Deswegen ist die Vergebungsarbeit unglaublich wichtig und Vergebungsarbeit in der Rückführung kann so stattfinden, dass du wirklich mit den Menschen nochmal in Kontakt kommst. Es kann sein, dass du auch einfach
mit den Seelen der jeweiligen Personen, durch die du bestimmte Erfahrungen gemacht hast, dass du mit den Seelen nochmal kommunizierst und mit den Seelen nochmal in Kontakt kommst. Und das ist meist nochmal kraftvoller, weil das eine andere Kommunikation ist. Weil du da ist es nämlich ganz oft so, dass du auch verstehst auf einer tieferen Ebene, anders, da kann ich es einfach nicht erklären, warum es damals einfach Sinn gemacht hat, dass du das so erfahren hast, ja. Und auch wenn es sich jetzt so total furchtbar anhört, wie kann etwas, was mich verletzt hat, wie kann das einen Sinn ergeben? Aber es ist einfach oft so, dass wir aus Dingen, die uns widerfahren sind, die uns Schmerzen bereitet haben, die uns verletzt haben, dass wir daraus in unserem Leben, wenn wir bereit sind, unglaublich viel Kraft und unglaublich viele Ressourcen schöpfen können. Und auch wenn wir das jetzt vielleicht im Moment noch gar nicht unbedingt so verstehen können, wird irgendwann der Moment kommen, wo man dazu bereit ist. Und dann ist es wirklich was ganz, ganz Wundervolles und was Kraftvolles, was dir einfach so viel weiterhilft für dich, für dein Leben, für deine Einstellung, für deine Sichtweise, für deine Wahrnehmung, ja, dass dein Herz sich öffnen kann. Da passiert ganz, ganz viel. Also Vergebung ist ein ganz, ganz wichtiger Schritt in meiner Arbeit allgemein, aber eben auch in der Rückführungsarbeit. Des Weiteren ist es natürlich so, dass man dann auch noch mal schaut, gibt es denn irgendwelche karmischen Verstrickungen noch, ja, zu bestimmten Personen aus dem vergangenen Leben? Das kann, ist jetzt ganz leicht auszudrücken, das kann die Ehefrau oder Ehemann gewesen sein, ja, mit dem man vielleicht ein Bündnis eingegangen ist, dass man einen Schwur geleistet hat, dass man nie wieder bereit dazu ist, eine andere Frau oder einen anderen Mann ins eigene Leben zu lassen. Und solche Schwüre halten einfach an. Und die Seele, wenn sie den physischen Körper verlässt, und deswegen arbeite ich auch immer noch mal die Sterbenssituation durch, kann sogenannte Abschlussbefehle mitnehmen. Das heißt, es sind wie letzte Gedanken, welche die Seele hat, bevor sie den physischen Körper verlässt. Und das kann zum Beispiel so ein Liebesschwur sein, ja. Das kann zum Beispiel sein, dass du deiner Liebsten, deinem Liebsten geschworen hast, dass du niemals mehr bereit dazu sein wirst, einen anderen Menschen wirklich aufrichtig zu lieben. Und du nimmst dann sozusagen dieses kleine Päckchen mit auf deinen Schultern, verlässt den physischen Körper und gehst dann in die Zwischenwelt. Und wenn der Zeitpunkt gekommen ist, dass die Seele wieder inkarniert, dann nimmt sie diesen Ballast, ja, ihr Päckchen, nimmt sie dann eben mit ins Leben, also ins neue Leben hinein und hat dann eben eine Altlast, die darauf zurückzuführen ist, dass sie so eine besondere Beziehung damals vielleicht hatte und eben diesen Schwur geleistet hat, ja. Und das hat natürlich auch eine Auswirkung auf dein Leben, was du jetzt führst. Und da ist es dann eben so, dass das auch wieder wie so ein roter Faden ist, der sich durchs Leben zieht und dass es immer wieder, ja, reproduziert wird letztendlich. Es kann einen Moment geben, beispielsweise im Alter von 17 Jahren, wo es eine auslösende Situation gibt, die die Seele daran erinnert, was damals geschehen ist und wo etwas in dir sozusagen getriggert wird, ja, und du dich dann auf einer tieferen Ebene eben wieder daran erinnerst. Und dann auch wieder natürlich an diesem Vergangenen festhältst
Und dadurch, dass du da daran festhältst, macht es was mit deiner Wahrnehmung, es macht was mit deinem Körper, es macht was mit deinen Zellen, es macht etwas mit deiner Emotion und du ziehst dann eben immer und immer und immer und immer wieder gleiche Situation an. Ob das die gleiche Art von Menschen ist, die gleiche Art von Partnerinnen oder Partnern, ob es die gleichen ja, beruflichen Erfahrungen sind, dass du immer wieder, weiß ich, gefeuert wirst, dass es immer wieder die gleichen Schuldgefühle sind, weil du vielleicht ein Kind damals verloren hast oder du kannst vielleicht keine Kinder kriegen, ja, aufgrund eines Themas in einem vergangenen Leben, was eben unbeendet geblieben ist, ja. Und mit unbeendet geblieben meine ich, dass dieses Thema, dass diese Geschichte von damals, dass sie einfach nicht gelöst wurde, dass es nicht beendet wurde, dass es nicht zu einer Aussprache zum Beispiel kam. Ja, also vielleicht hast du ein Kind verloren damals und das musste alles vertuscht werden. Keiner durfte davon wissen. Du warst todunglücklich. Dadurch ging die Ehe kaputt. Du hast nie mit jemandem darüber gesprochen. Du hast dich total zurückgezogen. Du hattest keine sozialen Kontakte mehr. Dann ist es eine unbeendet gebliebene Geschichte. Und deine Seele schreit quasi danach, mit den Symptomen im Hier und Jetzt, egal ob körperlich, egal ob psychisch, egal ob durch bestimmte Muster, die sich immer wieder zeigen. Aber das ist die Art und Weise, wie deine Seele mit dir kommuniziert, wie sie dir zeigt, dass da etwas ist, was noch gelöst werden will, dass da etwas ist, was noch unbeendet geblieben ist. Und wir können das so verstehen wie kleine Zeichen oder größere Zeichen, die uns eben darauf aufmerksam machen wollen, dass wir da einfach noch mal genauer hinschauen dürfen und dass wir nicht allein und nicht nur versuchen, diese, ich nenne es jetzt mal nur Symptome, nur Muster immer wegzudrücken, sondern dass man sich wirklich mal fragt, warum ist das eigentlich so? Ja, was will mir das Leben meinetwegen, du musst auch nicht Seele sagen, was will mir das Leben, was will mir das Universum, was will mir Gott oder was auch immer, was will mir das Leben damit sagen, was ist die Botschaft dahinter? Wir erwachsene Menschen dürfen uns durchaus fragen, was denn die Botschaft hinter unserem Thema ist, was uns begleitet im Leben. Was denn der Inhalt dessen ist, was uns das Leben denn damit sagen möchte, ja? Und jetzt nochmal zurück zu dem Thema karmische Verbindungen oder Verstrickungen. In der Rückführung ist es eben auch so, dass wir bestimmte Anteile, bestimmte Schwüre und so weiter, dass wir die auflösen können, dass wir bestimmte Anteile, also auch gerade in einer Täter-Opfer-Rolle oder Täter-Opfer-Dynamik, es ist ja auch oft so, dass wir Energien von dem Täter übernehmen können. Also wenn wir jetzt beispielsweise eine Gewalterfahrung gemacht haben, ja, dass uns da irgendwas Schlimmes widerfahren ist, dann kann es durchaus sein, in dem Moment, wenn es zum Beispiel auch sogar zum Tod kommen sollte, dass wir dadurch sterben. Dann ist in dem Moment fährt unser ganzes System komplett nach unten, ja. Also wir sind natürlich total komplett geschwächt. Und dann kann es eben auch sein, dass wir diese Energien, die ja in diesem Moment von dem Täter ausgehen, die so sehr stark sind, also sehr intensiv sind, dass wir die einfach übernehmen. Und dass unsere Seele diese Energien dann eben auch wieder mitnimmt und auch wieder als Päckchen als Ballast mitträgt und wieder mitnimmt, wenn sie inkarniert. Und das ist dann auch ein Teil oder eine Last, eine Bürde, die wir dann auch mit uns tragen können. Und das ist auch so dieses, was ich vorhin gesagt hatte. Oft kann es sein, dass es einfach Emotionen sind, die hinter einem bestimmten Thema stehen. Und ein bestimmtes Thema ist, wo wir das Gefühl haben, das gehört gar nicht zu uns. Ja, weil es auch eigentlich
gar nicht zu uns gehört, weil es nicht zu uns gehört, ja. Also da auch nochmal, dass du den Zusammenhang einfach verstehst. Also man kann diese Energien, diese Verstrickungen in der Rückführung dann auch einfach auflösen oder beziehungsweise kann da in die Auflösungsarbeit gehen. Man weiß oder ich weiß nie vorher, wie viele Sitzungen es braucht, um ein Thema aufzulösen. Es ist aber immer so, dass eine Sitzung in sich geschlossen ist. Wir schauen einfach, dass das Ganze einfach immer einen runden Abschluss findet, so dass man dann eben gegebenenfalls in einer neuen Sitzung an diesem Thema weiterarbeiten kann. Des Weiteren ist es möglich, dass du in der Rückführungsarbeit auch mit deinem Seelenführer oder mit Helfern in Kontakt treten kannst. Der Seelenführer ist die Instanz, die deinen Seelenplan kennt, also die sozusagen genau weiß, warum du damals diese bestimmte Erfahrung machen musstest, warum du da durchgehen musstest, was der tiefere Sinn dahinter ist, weshalb du das so erfahren hast, ja. Und auch in Bezug auf dein jetziges Leben ist es so, dass dein Seelenführer dir aufzeigen kann, in welchem Zusammenhang das frühere Leben mit deinem jetzigen Leben steht, ja. Also sozusagen, dass du zu verstehen bekommst, weshalb dieses Thema im Hier und Jetzt vorhanden ist und was das mit dem damaligen Leben zu tun hat. Und es ist nicht immer so, dass das eins zu eins genau das gleiche Thema ist. Es ist sogar eher selten der Fall. Öfters bei Liebesthemen oder Liebesbeziehungen, aber auch nicht immer bei vielen anderen Themen ist es oft unterschiedlich, aber im Kern, in der Essenz geht es um das gleiche Thema. Und nicht alle Klienten treffen ihren Seelenführer. Es ist nicht für alle Klienten wichtig, den Seelenführer zu treffen, sondern es ist einfach sehr, sehr unterschiedlich. Und der Seelenführer erscheint bei jedem Menschen anders da. Manche nehmen den Seelenführer als eine Art Engelswesen wahr, andere nehmen den Seelenführer als eine Art Energie wahr, andere nehmen den Seelenführer als eine bestimmte Person wahr. Also hier ist es auch wieder sehr, sehr unterschiedlich, in welcher Form er sich dir zeigt, sozusagen. Und an dieser Stelle möchte ich auch nochmal sagen, dass all das Wissen, all die Erfahrungen, die du in der Rückführung machst, dass du sie in dem Moment, in dem du sie in der Rückführung erfährst, dass sie da Sinn ergeben für dich und Sinn nicht nur vom Verstand her, sondern einfach vom Gefühl her, weil viele Dinge kann man nicht und gerade diese Dinge kann man nicht unbedingt immer in Worte fassen, sondern es hat ganz viel mit Spüren zu tun. Die ergeben also für dich in der Rückführungsarbeit Sinn, aber es kann durchaus sein, dass wenn du später nochmal reflektierst, dass du dem gar nicht mehr eins zu eins so nachempfinden kannst, wie es eben in der Rückführungssitzung war. Und es ist auch gar nicht weiter schlimm, denn es hat ja bereits begonnen, in dir zu arbeiten. Und unser Verstand, der möchte dann immer in einer bestimmten Art und Weise Dinge erfahren, aber du darfst dir halt vorstellen, dass du auch in der Sitzung ja geleitet wurdest durch mich oder durch einen anderen Rückführungstherapeutin oder Rückführungstherapeuten und dass du da eben auch in einer Trance warst. Und wenn du tagsüber dann darüber nachdenkst und versuchst es nochmal nachzuvollziehen, bist du komplett da, also bist du in einem Wachzustand und dann fällt es uns oft schwierig, Dinge nachzuvollziehen, wie sie tatsächlich gewesen sind. Aber wie gesagt, das ist auch überhaupt nicht notwendig, denn all das, was Sinn gemacht hat, was wichtig war, hat bereits stattgefunden. Und ob du es jetzt nochmal ganz genauso eins zu eins nachempfinden kannst oder nicht, ist gar nicht so relevant.
So, ich musste gerade eben mal noch ein Licht einschalten, weil es schon dunkel wird draußen, sodass ihr mich besser erkennen könnt. Sorry, wenn die Qualität jetzt vorhin nicht mehr allzu gut war. Aber ihr konntet mich ja jetzt gut hören und ich denke, dass das eigentlich das Wichtigste ist. So, weiter geht es. Wenn es also dann dazu gekommen ist, dass wir in die Auflösung gehen, dass du Verbindungen lösen kannst, dass du bestimmte Anteile zurückgeben kannst, die nicht in das jetzige Leben, was du hier erfährst, gehörst, sondern in die Vergangenheit, dann arbeiten wir einmal die Sterbenssituation durch. Und hier ist es ja ganz oft so, dass wir Menschen einfach Angst haben vor dem Tod. Und wenn wir diese Situation einmal durcharbeiten, das heißt, wir schauen, wie geht es dir, bist du krank, geht es dir gut, hast du Begleitung, bist du alleine, welche Glaubenssätze sind da noch vorhanden und was gibt es sonst noch, erfährt man hier ganz oft, dass es gar nicht so schlimm ist, sondern gerade der Moment, in dem die Seele den physischen Körper verlässt, wird es als sehr erleichternd empfunden. Natürlich ist das auch wieder bei jedem Menschen sehr individuell, aber ich habe noch nie erfahren, dass etwas, obwohl es durchaus Momente gab, beispielsweise durch Gewalterfahrungen, wo es dann zum Tod kam, dass trotzdem der Moment, in dem die Seele den physischen Körper verlässt, als sehr angenehm und erleichternd erfunden wird. Und dass dann einfach nochmal diese Situation des Sterbens nicht mehr so furchteinflößend erscheinen lässt, wie man es vielleicht vorher im Gedanken hat, wie es sein wird. Und wenn die Seele dann den physischen Körper verlassen hat, es ist so, dass sie in die Zwischenwelt geht, also life between life, sagt man im Englischen. Und dieses Zwischenleben, da ist es so, dass die Seele auf andere Seelen trifft. Also vielleicht triffst du deine Seelenfamilie im Zwischenleben. Vielleicht erlebst du aber auch gar nicht das Zwischenleben, ja. Also vielleicht ist es gar nicht notwendig. Das hängt sehr mit der Zeit zusammen, wie lange du für diesen Prozess brauchst, wo wir stehen, ob es denn überhaupt sinnvoll ist oder nicht. Also du erlebst quasi oder die Seele befindet sich dann in diesem Zwischenleben, in dem sie ausruhen kann, auftanken kann. Und das Zwischenleben ist eine Ebene, in der du dich befindest, bevor deine Seele sich dazu entschließt, wieder zu inkarnieren. Und ja, das ist im Grunde genommen auch die Rückführung, wie sie abläuft, beziehungsweise welche unterschiedlichen Schritte es gibt in der Rückführung. Es gibt noch ein paar mehr weitere Möglichkeiten, aber ich wusste jetzt auch nicht, wie lange das Video wird. Und im Detail ist es sowieso am besten, man erfährt es einfach selbst. Wenn dich das Thema interessiert und wenn du Bock drauf hast, dann kannst du mir ja mal in die Kommentare reinschreiben, ob ich zu dem Thema mal eine Rückführungshypnose aufnehmen soll. Also eine Hypnose, die du selbst zu Hause durchführen kannst, wo du vielleicht einen kleinen Aspekt aus einem vergangenen Leben mal selbst erfahren kannst, wie es ist, einfach um mal so ein Gefühl dafür zu bekommen. Ich freue mich, dass ich jetzt mal wieder über dieses Thema gesprochen habe und ich danke dir, dass du mir hier folgst. Ich hoffe, dieser kleine Einblick hat dir gefallen, dass du jetzt ein bisschen mehr zu dem Thema Rückführung weißt. Natürlich kann man da auch noch tiefer eintauchen, wenn dich zu dem Thema noch mehr interessiert. Dann kannst du mir deine Fragen gerne in die Kommentare reinschreiben. Wenn da einiges zusammenkommt, vielleicht sammle ich das einfach mal und mache dann noch mal ein extra Video dazu, nur mit euren Fragen zu dem Thema. Und ich freue mich, dass du mit dabei warst, dass du dir das Video angeschaut hast. Drück unbedingt noch den Abo-Knopf und die Glocke, damit du immer Bescheid bekommst, sobald ein Video oder eine Hypnose online geht. Bis dann. Tschüss.